So, hallo liebe Ameisenfreunde. Ja, heute möchte ich euch gerne meine neueste Kolonie vorstellen, eine Nyiacama violaceum. Eine Urameisenart aus Südostasien, ne? Sie kommen aus Thailand, Kambodscha, so da die Ecke. Und sie haben jetzt momentan zwei Becken, kleine Becken, 30x20x20. Hier ist es so, ja, ich sage mal, ihr Futterbecken. Ne, nehmen auch gerne Lehmkutter an, wollen das auch. Und dann habe ich das hier so mit einem Schlauch verbunden. Ne, und das ist hier ein Nestbecken. Mal gucken, sind jetzt auch umgezogen. Ja, weil hier unten sitzen sie drin. Gut, habe ich jetzt leider noch keine gesehen, aber. Ich denke mal, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ne, Koloniegröße, ja, so 50, 60 werden es bestimmt sein. Also auch schon eine schöne Koloniegröße. Ne, ich habe hier unten so ein Gasbetonnest, habe ich ihnen gebastelt. Ja, und da sind sie jetzt nach 4 Tagen sind sie jetzt hier eingezogen. Oh, ja, diese Art. Wie alle Nyiacama-Arten hat keine Königin, sondern eine sogenannte Gamergate. Das ist eine begattete Arbeiterin, die dann halt den Job der Königin übernimmt, indem sie Eier legt. Temperatur, so bei dieser Art, ich halte so bei 26 Grad Celsius. Und Nestbereich ruhig ein bisschen feuchter, so 70%. Das mögen sie schon ganz gerne. Ja, diese Art ist leicht polygyn. Das heißt also, es können mehrere Gamergates vorkommen. Aber genauso wie meine Skalbratum, die ich hier habe, tut auch diese Art sich vermehren durch Kolonieabspaltung. Ja, und jedes einzelne Zweignest kann natürlich auch eine Gamergate haben. Muss nicht, aber kann. Deswegen leicht polygyn. Ja, Koloniegröße, ja, so 500 bis 1000 Tiere sind so in der Heimhaltung möglich. Ja, Futter, das Übliche, ne, Wasser, Zuckerwasser, ne, Jelly nehmen sie an und halt. Ne, bei mir haben sie jetzt Heimchen gekriegt, aber auch Schokoschaben geht, Mehlwürmer. So halt das Übliche, ne, was Ameisen so gerne futtern. Wenn ich dann, nachdem ich mir meine Skalbratum damals geholt habe, ja, seitdem bin ich so ein bisschen Nyiacama-Fan geworden. Und er hatte schon länger den Wunsch, mir eine zweite Nyiacama-Art zu holen, und da fiel jetzt meine Wahl auf die Violaceum. Auch schöne Färbung. Ne, ist so ein bisschen, ja, so Kupferfarben, würde man schon sagen. Ne? Schwarz und mit so ein paar Streifen und Punkte, so Kupfer-Bronzefarben, so in die Richtung. Aber auch wunderschöne Tiere. So, liebe Ameisenfreunde, das war's für heute, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.